Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Video und ich möchte diesmal über die Bedeutung von Feedback sprechen, gerade wenn es ums Fernlernen und um die digitale Lehre geht. Herr Klär, kurz, warum das so ist. Mein Name ist Philipp Wampfler, das ist mein YouTube-Kanal, in dem ich ein paar begleitende Videos aufnehme zu diesem ganzen Prozess, der jetzt stattfindet, wenn Lehre und Lernen digitalisiert werden. Jetzt, was gerade passiert ist, wir haben Unterricht und dieser Unterricht wird jetzt verlagert, er verändert sich unter den Bedingungen. Und es gibt ein Modell, das beschreibt, was jetzt passieren könnte. Und zwar wird es so sein, dass zuerst versucht wird, das zu ersetzen, was wir bisher im Unterricht gemacht haben. Also, dass man sagt, ja, so wie Classroom Management in einer Präsenzsituation funktioniert, wie ich etwas an der Wandtafel erkläre, so mache ich das jetzt auch in Videokonferenzen, dass man sehr viele synchrone Settings hat und versucht so auch den Unterricht aufrechtzuerhalten, dass man einen Stundenplan durchführt. Und es wird sich jetzt zeigen, dass, weil das ein ganz anderes Medium ist und ganz andere Regeln in dieser Situation herrschen, dass es da ganz auf der rechten Seite zu einer Neubelegung kommen wird. Also dass ganz neue Dinge entstehen, ganz neue Möglichkeiten, aber bisherig etablierte Techniken, Methoden auch keine Wirkung mehr entfalten. Also wir sind jetzt auf einer Reise, wir sind jetzt eigentlich so ins Boot gezwungen worden, sitzen jetzt da drin, rudern ein bisschen und irgendwie müssen wir jetzt, während wir da fahren, ein U-Boot bauen. Und das kann natürlich nicht sofort gehen. Das ist ein rauer Prozess, eine raue See, auf der wir da rudern. Und wir müssen uns nicht zu viel Druck machen, dass jetzt alles ganz perfekt wird, sondern uns auch deutlich machen, wir können gar nicht ersetzen, was vorher war, sondern wir können es vielleicht zuerst versuchen. Das ist ein Hilfsmittel, aber das ist nicht das, was dann letztlich uns vorwärts bringt. Wir brauchen was Neues. Und auf dem Weg dahin ist es ganz, ganz wichtig, Feedback einzuholen. Und das möchte ich jetzt kurz zeigen, wie man das machen kann. Das bedeutet, ich biete was an, ich entwickle was und hoffe, es funktioniert, aber die Lernenden haben ganz viele Perspektiven darauf. Die sind zu Hause, vielleicht sind sie in kleinen Wohnungen, vielleicht haben sie wenig technologische Möglichkeiten, vielleicht haben sie auch keine Motivation, vielleicht haben sie große Angst, vielleicht haben sie aber auch große Freiheit und das fühlt sich jetzt an wie ganz lange Frühlings-Sommerferien. Wir werden es sehen. Und dann von Ihnen zu hören, wie war das jetzt für Sie, wie können Sie lernen, wie geht das voran, das scheint mir entscheidend zu sein. Und zeige jetzt drei Möglichkeiten für Feedback. Die erste Möglichkeit ist, ihr habt einen Chat mit einer Gruppe und stellt jetzt hier einfach mal eine Frage. Und schicke das ab und schau mal, was da zurückkommt. Also ich kann Mail nehmen, ich kann Chat nehmen, jede Möglichkeit. Einfach mal schreiben Sie was hin, vielleicht sogar mit Sprachnachricht das Ganze aufnehmen, dass man sagen kann, das ist völlig informell. Wenn was zurückkommt, super, dann können sich alle die, die so einen Hals haben, können sagen, nee, das geht gar nicht, komm, hören Sie mal auf, so viel Druck zu machen oder diese Arbeitsblätter, das habe ich gar nicht verstanden oder diese Videokonferenz, das ruckelt nur und der Ton geht nicht, hören Sie bitte auf damit. Ja, man sieht hier sogar, das Tool gibt mir jetzt eine Fehlermeldung. Das wäre so das Einfachste. Also einfach Chat, Mail, offene Möglichkeit, Feedback zu geben, sagen, ich höre zu, mich interessiert, sagt mir eure Meinung. Ich zeige zwei weitere Möglichkeiten. Sehr elegant sind die anonymen Feedback-Möglichkeiten von Mentimeter. Ich öffne das nochmal ganz von vorne. So sieht das aus, mentimeter.com. Ich habe schon ein Konto. Wenn ihr es nicht habt, ihr könnt kostenlos eins einrichten. Für so kurze Feedbacks müsst ihr nichts bezahlen. Das geht mit der kostenlosen Variante, aber dass man so viele Mentimeter-Möglichkeiten hat, wie ich jetzt habe, das kostet, das ist ein Premium-Angebot. Ich eröffne also eine neue Präsentation. Ich sage mal, das ist ein Feedback-Formular, das ich dann auch
immer wieder benutzen kann für ähnliche Situationen. Und würde dann vorschlagen, das mal ganz einfach zu halten. Also ich würde mal eine erste Folie machen, so etwas wie Scales. Also ich gebe mal ein. Sitze meine Schülerin, aber das müssen wir natürlich groß schreiben. Also, wie habt ihr die letzte Lerneinheit erlebt, wenn man die Schülerinnen und Schüler duzt? Jetzt sagt man hier nicht einverstanden. Und kann hier dann gewisse Aussagen machen. Also, ich habe viel gelernt. Es hat Spaß gemacht. Ich habe die Erklärung gut verstanden und könnte noch weiter hinzufügen. Ich lasse es jetzt mal. Und dann können die Schülerinnen und Schüler zwischen 1 und 5 angeben, wie sie das jetzt erlebt haben. Es gibt ein Bild zurück. Ich zeige dann gleich, wie so eine fertige Skala aussieht. Um damit das noch deutlich wird. Und ich füge jetzt noch eine weitere Slide hinzu und ich mache jetzt hier einfach was Open-Ended zum Beispiel. Also und dann machen Sie jetzt Speech Bubbles, das wird dann so aussehen, oder ich könnte Flowing Grid machen, dann läuft es noch so vorbei, aber vielleicht Speech Bubbles reicht und die können dann sehen, was die anderen geschrieben haben und können auch eigene Beiträge, offene Rückmeldungen da abgeben. Und wenn ich es jetzt vorführe, dann seht ihr hier, man kriegt einen Code, also man muss dann auf Menti.com gehen und diesen Code eingeben, 278508. Und ich öffne mal ein neues Fenster hier. Jetzt, wenn ich es mir merken könnte, 27, es wird spannend, 27, nicht, 278508, 8508. Und öffne das dann und dann ist im Moment diese zweite Situation. Ich kann hier jetzt was reinschreiben. Weniger Stoff, bitte. So, und dann gebe ich das ein und das ist jetzt hier erschienen. Und ich kann jetzt hier nochmal eins zurückgehen und dann sieht man hier, wie das dann aussieht. Also, ich muss das noch mal. Und kann jetzt hier, also ich habe viel gelernt, ja, es war nicht so spaßig, aber die Erklärung, die habe ich total gut verstanden und gebe das jetzt ein. Und ihr seht jetzt hier, wie es zurückgekommen ist. Also es gibt dann so Kurven und am Schluss gibt es Werte dann über die ganze Klasse. Da unten seht ihr dann, wie viele mitgemacht haben und ich kriege so ein Feedback, dass ich dann vielleicht auch Tag für Tag vergleichen kann. Also Mentimeter ist ein sehr elegantes Tool und ihr müsstet dann einfach an die Klasse Menti.com weitergeben und einen Code. Wenn ihr die Präsentation immer gleich lässt, könnt ihr immer denselben Code verwenden. Das macht es vielleicht auch etwas einfacher, wenn sie es einmal verstanden haben, dann klappt das immer. Geht total gut auch mit dem Handy, ist anonym in der Verwendung, also es werden keine Daten über die Schülerinnen und Schüler gesammelt, ist soweit problemlos. Die letzte Möglichkeit, wenn ihr Teams nutzen könnt, dann könnt ihr hier unter forms.office.com, ihr seht, ich bin eingeloggt bei Office 365, ich mache ein neues Formular, kann dir meinen Namen geben, also Feedback Klasse 6b.
kann dann einfache Fragen hinzufügen, eine Auswahl, einen Text, Bewertung. Also kann zum Beispiel sagen, und kann hier eine Zahl nehmen, kann dann auch 6 Stufen nehmen, wie das in der Schweiz üblich ist, und dann kann man Noten zwischen 1 und 6 geben. In Deutschland das ist ja auch so üblich, und kann dann sagen, und dann können Sie hier eine Antwort eingeben, und das Ganze kann ich dann teilen. Ich kriege hier einen Link, den ich weitergeben kann, und ich kann auch direkt hier entscheiden, kann jeder antworten oder nur Leute in meiner Organisation, die in meinem Office 365 drin sind. Kann es auch direkt per Mail verschicken, wenn ich das wäre, ja. Das wären die Möglichkeiten. Ich sehe dann die Antworten hier aufgelistet. Also ich kann es auch noch kurz durchspielen. Ich habe jetzt hier, ich teile es mit diesem Link. Ich gebe jetzt hier. Vielleicht hätte ich es jetzt noch speichern müssen. Ja, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und ich gebe jetzt hier eine 5 und sage, und jetzt ist hier tatsächlich eine Antwort getroffen, die ich mir jetzt anschauen kann. Also ich sehe hier die Note, ich sehe, was man besser machen könnte. Ich könnte auch ein Excel-File runterladen mit all diesen Ergebnissen. Wenn es mehrere Daten sind, gibt es auch die Möglichkeit, das grafisch darzustellen. Gut, ich habe in diesem Video gezeigt oder gesagt, dass Feedback ganz, ganz wichtig ist. Das war der erste Punkt. Dann habe ich 3 Möglichkeiten vorgestellt, wie man es machen kann. Einfach per Mail oder im Chat, per Mentimeter, in Forms. Und probiert es doch aus. Auch hier, wir wirklich erfinden das U-Boot, während wir mal noch in diesem Kanu sitzen. Und gemeinsam werden wir sicher herausfinden, was funktioniert. Und vor allem auch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern werden wir es herausfinden. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Schönen Abend.